Ganz ehrlich, ich überlege, ob ich mir das antun möchte. Ich kann es mir gerade sowieso nicht antun, weil ich lange nicht genug Leben habe. Aber es wäre, glaube ich, mal die Zeit, das jetzt zu aktivieren. Ich meine, jetzt habe ich auch erstens genug Leben, um da reingehen zu können. Und zweitens müsste ich jetzt auch wirklich das mehr oder weniger voll und ganz ausgeschöpft haben. Ich kann ja nicht sehen, wie viele ich da schon drüber habe, aber ich sag mal, wenn ich da... Ich habe mir jetzt ja gerade sozusagen... Au. Irgendwie reicht es lange nicht. Werden die Leben darüber hinaus gar nicht aufgefüllt? Ich weiß es echt nicht. Au. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Und springen uns hier den Weg frei. Hey, hey, und was ist darin? Bad Trip. Die einzige schlechte Pille im ganzen Spiel. Also im ganzen Run. So. Dich erledigen. Dich erledigen. Und dich erledigen. Was haben wir hier unten? Aha, zwei Geminis. Okay. Einfach immer um den rumrennen. Und weiter. Hier oben rum. Hier unten rum. Einfach immer im Kreis. Okay, ich glaube, wir schaffen den tatsächlich ohne ein einziges Mal Leben zu verlieren, oder? Oh. Na gut, dann halt doch nicht. Oh nein, jetzt ist der eine wütend. Wir sind beide wütend. Eine ist weg. Andere ist auch weg. Und hier unten? Ich überlege gerade, warum gehe ich hier überhaupt noch lang? Ich meine, ich sehe doch eigentlich schon, dass hier kein... dass es hier nirgendwo hingeht. Egal. Was bewirkst du? Cancer. Moment. Ganz schnell, unbemerkt. Im Internet was gucken. Cancer, 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 Cancer. Das ist vermutlich unter C wie Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Das war zu weit. Verdoppelt den aktuellen Tränenwert. Oh. Ja, das gefällt mir. Dann gucke ich hier noch schnell was anderes. Aber wir... Nein. Oh, blöde E-Taste. Nein, zu dir gehe ich jetzt gerade nicht. So. Hier mal schnell einen kleinen Knopf drücken. Okay, vielleicht auch mehrere kleine Knöpfe. Und jetzt heißt es... welchen Knopf jetzt eigentlich genau? Ich drück mal den hier. So. Fertig. Weiter geht's. Oh, verdammt, ich habe eine Bombe gelegt. Nicht mehr durch diese Tür gehen. Das muss ich mir merken. Warum ist der eine eigentlich gerade instant explodiert? Ich meine, gut, das war ein Volltreffer. Ach so, der war auch in meinen Vieren. Ah, da haben wir es wohl gelegen haben. Und jetzt den noch. Und die ganzen Viecher, Haufen wegmachen. Und da oben. Und die Mistviecher. Nein. Wie ich die hasse. So, der eine ist weg. Nur noch der. Geschafft. Herz geben und zum Headless Horseman. Nein. Ja. Der
Eigentlich weiß ich ja schon, was der mir für ein Item gibt. Und ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Also ich behalte lieber mein Lebens-Aua-Item, als dass ich mir von dir ein komisches Pony geben lasse. Naja, also irgendwie hätte ich es schwerer erwartet gegen einen Hardmode-Boss vor allem. Nein, die gibt es in Terraria, gegen einen Gegner auf dem Ebenen hier unten anzutreten. Aber okay. Zack. Geschafft. Leben, Leben und das Pony. Kann ich damit eigentlich auch so... Nein. Achso, ich werde dann einfach nur sozusagen unverwundbar, bis ich gegen eine Wand prelle. Oder kann ich dabei sogar steigen? Ach, egal. Nächste Ebene. So, warum 2? Letzte Ebene. Wenn wir es hier jetzt durchschaffen, haben wir es mal wieder geschafft, das Herz der Mutter zu bezwingen. Also entweder gehe ich wirklich direkt zum Endgegner. Oder ich mache es wie immer und gucke mich erstmal noch eine halbe Ewigkeit auf der Ebene um. Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt direkt zum Endgegner. Ist zwar jetzt ganz entgegen meiner gewöhnlichen Gewohnheiten, aber... Ich weiß nicht. Ja, seht ihr? So wird jeder Raum hier gestaltet sein. Je länger ich warte, desto mehr Leben werde ich verlieren. Da gehe ich lieber jetzt zum Endgegner, wo ich noch viel Leben und folglich auch noch eine höhere Chance habe, ihn zu besiegen, als dass ich mich hier noch für irgendwelche Eigensicherungen sowieso nicht bekommen werde. Opfer. Obwohl... Ich weiß nicht. Ich überlege gerade da hinten im Dingensraum, in dem Stachelraum. Da haben sie, glaube ich, auf diesen Ebenen auch schon Teufelsraum-Items. Ach, ich gehe gleich einfach mal rein. Wheel of Fortune. Hier. Bombe. Gut, ich gehe nicht direkt zum Boss, aber ich erkunde mich halt nicht mehr so wirklich ewig auf dieser Ebene. Aha. Die habe ich aber einfach mal schnell weggeschlagen. Einfach weiterspielen. Pretty Fly. Davon habe ich schon genug, aber okay. Trotzdem danke. Ich weiß gar nicht, wie viele Pretty Flies habe ich? 5? Wäre echt cool, wenn die auch noch in meinen Kopf fliegen, aber dann wäre man halt gegen Schüsse wirklich komplett unverwundbar und das ist, glaube ich, nicht in den... Naja, das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Spiels. Noch eine Pretty Fly. Und jetzt kriege ich von dem Geld. Noch eine. Allein schon von dem Automaten habe ich jetzt schon 3 bekommen. Und ich sag mal, ich hatte vorher schon 5 oder so. Hey. Ich weiß echt nicht, wie viele Pretty Flies ich habe. Naja, vielleicht kommt es ja später irgendwo sehen. Zum Beispiel, wenn wir sterben. Oder wenn es... Nee, wenn es wieder alle erwarten schafft, dann sehen wir es nicht. Egal, einfach weitermachen. 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 Och, das ist so langweilig. Aber jetzt möchte ich schon noch aufs Item warten. Schlüssel. Nichts. Münze. Was kommt jetzt? Nichts. 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 Eine Münze. Nichts. Ah. Toll, das habe ich dir bei Trip aufgesammelt.
Hallo. Komm schon. Ewig habe ich nun wirklich nicht Zeit. Ach, bitte. So langsam finde ich es echt gemein von dir. Gib mir schon irgendein gutes Item. Irgendeins. Okay, wenn ich gleich die Hälfte meiner Münzen verspielt habe, dann sprenge ich den in die Luft. Warum geht das eigentlich manchmal so schnell, dass ich von dem ein gutes Item bekomme und manchmal dauert es so eine halbe Ewigkeit? Ah. Das ist, glaube ich, Patty Fly. Genau. Die sinnlose Pill von allen auch noch. Und das war das die Hälfte meines Geldes. Au. So. Hier. Nehme ich trotzdem mal kurz ein. Geld. Ja, genau das brauche ich jetzt auch. Ich gehe noch kurz nach da unten. Wie gesagt, da hinten ist noch ein gutes Item, was ich gerne hätte. Aber das ist auch schon alles. Einfach geradeaus durch. Die ganzen Gegner einfach ignorieren. Die sind gar nicht da. Ist nur eine Illusion. Au. Hey. Einfach draufhalten. Weiter draufhalten. Komm schon. Au. Ich krieg das hin. Wahrscheinlich brauche ich jetzt 10 Herzen oder so auf, um zu oder hinten hinzukommen. Und dann ist da so ein Herzbonus drin, den ich ja offenbar sowieso nicht mehr einsammeln kann. Warum auch immer. Finde ich ein bisschen gemein. Ich muss es mir mal angucken, ob es ein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es jetzt möglich ist, Items über das Maximum hinaus zu sammeln oder nicht. Die können sich wenigstens mit ihren eigenen Schüssen töten. So. Oh. So. Da kann ich ihn treffen, aber er nicht mich. Und durch die Tür hier drin ist. Okay, 2 Pillen. Was bewegst du? Full Health und du Bombsaki. Simnus. Oh. Ich kann mich darüber heilen. Aber Frage ist nur, wie weit? Und wieso gehe ich jetzt hier rein? Egal. Jetzt heißt es gleich, einfach durchgehen zum Boss. Den töte ich doch noch. Also, den Raum hier mache ich doch noch schnell nebenbei. Ist doch keine Sache. So. Ach, verdammt. Geschafft. Hey, ich mache den wirklich nebenbei. Dort hinten ist der Boss. Einfach hier lang. Also die Full Health Pille, die fand ich jetzt wirklich cool. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn ich die aufgehoben hätte, aber naja, ich hatte halt bis jetzt noch keine gefunden davon. Hallo. Oh. Nein, kann ich nicht aufheben. Dann auch hier einfach drauf schießen. Und weiter drauf schießen und. Aha, jetzt klingt. Oh, Moment, ich. Bin ich gerade versehentlich in die. Egal, ich kann jetzt ja hier zum Beispiel mal die ganzen Herzen einsammeln. Ich meine, davon habe ich hier genug rumliegen. Aber natürlich immer nur die halben. Egal. Gehen wir zum Bossgegner. Das Herz unserer Mutter. Wir werden es bezwingen müssen. Und wir werden es hoffentlich sogar schaffen. Mom's Heart. Ups. Hä? Das sind gerade meiner Meinung nach die nervigsten. Gut. Jetzt kommt das Herz runter und ich kann draufhalten. Und jetzt muss ich diese Viecher vermutlich besiegen. Ja. Und es kommt wieder runter. Draufhalten. Und die Gegner hier töten.
Einfach weiterhin draufhalten. Diesmal lege ich eine Bombe. Genau. Auch direkt mal getötet, was auch immer der mir hier gespawnt hat. Das habe ich gar nicht gesehen, so schnell war das tot. Au. Und weitermachen. Ich mach doch mal so eine Bombe. Das gefällt mir. Und nächste Runde. Oh nein. Oh, jetzt ist das Herz in der Phase, wo es schießt. Au. Ich muss ja aufpassen, hier spritzt alles mögliche Blut durch die Gegend. Hey. Lass mich. Geschafft. A boss has appeared in the basement. Puh. Herz. Herz. Und. Zocker. Okay, jetzt sind wir tot. Und jetzt kommt nochmal der Abspann, der hat sich aber seit dem letzten Mal nicht im geringsten verändert. Und jetzt hier die ganzen Viecher. Aha, aha, aha. Irgendwer bei, den ich nicht kenne. Bis jetzt kenne ich noch alle. Kenne immer noch alle. Immer noch. Kenne ich immer noch alle. Und was haben wir hier? Habe ich auch schon alle mal gesehen. Aha, Meat Boy, okay, als Gegner. Die habe ich alle mehrmals bekämpft. Ja, die sind gut bekannt. Die beiden auch. Wer kommt als nächstes? Chubb und Peep. Okay, das waren jetzt die Gegner aus den ersten beiden. Ach ja, Fistler und Gurdy noch. Ach, Gurdy, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Loki und Monstro 2. Pin und Widow. The Husk und Blighted Ovum. Oh. The Bloat und The Hollow. Gurdy Jr. und Headless Horseman. The Wretched und The... Okay. Loki und Mask of Infamy. Terra Toma und Dave Longlegs. Was haben wir hier? Mann. Oh, hier geht's weiter. Die vier Apokalyptischen Reiter. The Fallen und Satan. Nein, habe ich beide noch nicht besiegt. Skolex, das ist dieser Wurm. Und was war das? Mom's Heart. Ja, haben wir gerade besiegt. Sonst noch irgendwas? Isaac. Das war's? Ja, das war's. Das hat sich auch nicht verändert und... ja. Es war jetzt weniger episch, als ich gedacht hatte. Wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Obwohl, ich würde jetzt gerne sehen, was haben wir jetzt freigeschaltet? Dieses Quoss. Was bewirkt das? Nein, nichts. Okay. Und jetzt können wir mit Samson spielen. Bloodlust. Kaum Leben. Mhm. Und sonst ist er genauso wie Isaac. Okay. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.